So, da bin ich wieder in meiner Werkstatt und heute haben wir hier einen, das heißt Econ-Zylinder, der defekt ist. Sperrschließung ist das hier, 61. Okay, und da ist das so. Oh, da haben die schon, das ist alles schwarz hier, da haben die also schon richtig wieder irgendwas reinhauen. Okay. So, dann werden wir den mal auseinandernehmen und reinigen, der schließt nicht. Mal eben gucken. Ja, jetzt schließt er. Jetzt schließt er wieder nicht. Okay. Dann machen wir jetzt also Folgendes. Wir werden erstmal eben hier die Ringe lösen. Na, die wollen nicht so, wie ich mir das denke. Jedenfalls nicht freiwillig. Okay, dann werde ich da mal ein bisschen nachhelfen. Das mache ich aber auch mal im Schraubstock. Und zwar mache ich das denn so, dass ich da kleinen Schraubendreher nehmen werde. Ich werde da einmal ansetzen und dann kriege ich da mal ein. Oh, das geht auch so. Mal gucken. Ja, warum nicht gleich so? So, das ist einmal der Ring, wenn wir es mal eben sauber machen. So, da haben wir das Schmuckstück. Und dann werden wir den noch mal eben lösen. So, und was wir hier sehen, das geht irgendwie gar nicht alles. Ja, was da für ein Dreck drin sitzt. So. So. Müssen schon mal ein bisschen wieder sauber. Dann können wir auch beigehen und können die Stifte da mal eben rausholen. Ja, die sehen genauso schlimm aus. So, damit haben wir schon mal die Stifte raus. Dann können wir auch gleich beigehen und das Ganze reinigen. So. Was uns auffällt bei diesem Kern hier ist, dass wir hier zusätzlich hier an der Seite sind noch Stifte eingearbeitet und die sorgen dafür, dass man da nicht so ohne weiteres bohren kann. Der soll den Bohrer bremsen. So, das ist ja schon mal einigermaßen okay. So, jetzt wollen wir mal eben gucken, was haben wir da noch drin. Also das sieht genauso schlimm aus. Und natürlich die
Federn wieder drin stecken. Noch mal eben hier den letzten. So, den haben wir auch draußen. Mal gucken, was haben wir denn hier noch drin. Hier haben wir noch mal die Kupplung von dem ganzen Teil. Ja, und das hier, das kann man jetzt ein bisschen schlecht sehen, da sind die kleinen Federchen drin. Das muss dann alles mal sauber gemacht werden, vernünftig. Das legen wir gleich in unser Reinigungsbad und dann geht das. So, das ist erstmal so das Innenleben von der einen Seite, was da drin steckt. Das werden wir jetzt erstmal komplett sauber machen. Das heißt, die Stifte werden wir erneuern, die machen wir wieder sauber. Die können wir wieder benutzen, den Ring können wir auch benutzen und das werde ich erstmal machen und dann machen wir auch das Gegenstück hier los, die andere Seite, und werden das gleiche machen, das ist dann nämlich einmal komplett durchgereinigt. Lässt sich nicht so lösen, wie ich mir das nicht wünsche. Also muss ich noch mal ein bisschen nachhelfen. Da ist er auch total verdreckt. Muss er ja auch, gehört ja da komplett zu. So, und das geht schon so einigermaßen wieder. Ja, und diese Seite hier machen wir auseinander. Ich werde mal eben gucken, was holen für. Das ist hier so ein kleines Teil, wo man eigentlich Zylinder mit bestiften kann. Und ja, das ist die Schließnase oder das Schließbad. Und dann kann ich hier mit dem einmal da reingehen. Dagegen drücken und dann bekomme ich das einmal so wieder raus hier. Und die andere Seite ist dann so, dass ich das dann Stück für Stück rausnehmen kann. Die Reihenfolge ist. So, jetzt kann ich noch die Federn hier rausholen. Ja, das war's schon und schon ist der Zylinder komplett zerlegt. Das sind also hier die ganzen Teile, die wir dazu haben. Und die Stifte hier, die jetzt hier drin stecken, das sind diese hier. Die werde ich also hier erneuern, das andere sauber machen und dann dementsprechend wieder einbauen. Und schon ist der Zylinder dann wieder in Ordnung. So, das werde ich erstmal machen und dann zeige ich das, wie ich das wieder zusammensetze. So, ich habe hier nochmal einen kleinen Nachtrag, den ich nochmal zeigen möchte. Das ist also
der Ring hier, dieser Haltering, der uns eben kaputt gegangen ist, ist ein Sicherungs-, also eine Sicherungsscheibe nennt die sich eigentlich. Und die ist 0,8 mm. Und hier haben wir eine ganze Tüte voll von denen. Und da können wir uns einen aussuchen. So, wir müssen, um den jetzt einzusetzen, einmal den Schließzylinder nochmal drehen. Dann nehmen wir einfach in diesen Ring. Darauf achten müssen wir jetzt, dass diese Einkerbung, die hier ist, also dieses Teil hier direkt in den Kern geht. Der will wieder nicht. Dann nehmen wir die alte Methode. Und schon ist der drin. Ja, das war's. Zylinder ist wieder in Ordnung. Wie gesagt, kann mir auch mal passieren, so ein kleines Missgeschick, dass der kaputt geht. Das ist ein kleiner Nachtrag gewesen. Also solche Sachen sollte man da haben, wenn man den auseinanderbaut, denn wenn der kaputt geht und ich habe es nicht da, dann kann ich also nichts mehr machen. Und dann muss ich mir das erst besorgen und das wäre dann alles zeitaufwendig. Gut, das war's zu diesem kleinen Nachtrag. Schließanlagen, Zylinder mit Sicherungskarte reparieren. Wieder in Stand setzen, neue Stifte reinsetzen, Federn sauber machen, das Gehäuse alles reinigen, damit der Zylinder wieder einwandfrei funktioniert. Ach ja, das ist auch nochmal eben schnell gesagt, man sollte einmal im Jahr ein kleines Spray nehmen, was ich hier habe. Also ich nehme hier kein WD-40, weil da ist ein bisschen viel Petroleum drin und ich habe das Gefühl, meine Meinung, das verfliegt ziemlich schnell. Daher nehme ich ein anderes Schmier- und Gleitmittel. Ja, das sollte man also einmal im Jahr da reinmachen, damit der Zylinder auch dementsprechend läuft. Nichts anderes, manche machen da Graphit noch mit zu und dann sieht der Zylinder ganz schlimm aus, so wie eben, so schwarz und so. Wäre also nicht so schön. Das war ein kleiner Nachtrag, um den Sicherungsring wieder auf den Zylinder zu setzen. So, jetzt habe ich erstmal soweit alles sauber gemacht. Hier sind die schmutzigen noch, die alten Stifte und hier habe ich die neuen. Das ist der Kern, den habe ich sauber gemacht und was ich nochmal eben kurz, bevor ich die Stifte reinsetze, nochmal zeigen möchte, ist dieses hier. Das ist der Bohrschutz, den Ikan da drin hat. Der steckt also hier drin. Und der ist noch ein bisschen dreckig da. Kann man eben sehen, dass ich da was gegensprühe. So, jetzt dürfte der eigentlich sauber sein. Und die werden dann, ups, na, das ist ja ein Ding, werden da praktisch reingesteckt. Und die verhindern dann, dass man, wenn man jetzt mit dem Bohrer hier reingeht, dass der praktisch denn da stehen bleibt. Das ist die eine Seite. Hier nochmal die andere. So. Das war's schon. Das ist der Bohrschutz. Dann stecken wir den Schlüssel da rein. Und die Stifte, die hatte ich schon mal vorweg rausgesucht. So, und zur Kontrolle stecken wir das Ganze hier rein und drehen das einmal. Und wenn das alles gut funktioniert, ist das also in Ordnung. Gut, jetzt werde ich nochmal eben das Gehäuse ein bisschen sauber machen. Und
Das zeige ich dann gleich mal eben. So, das Gehäuse ist fertig, sauber. Jetzt können wir daran gehen, das Ganze zusammenzubauen. Das werde ich jetzt machen. Wir nehmen jetzt mal eine neue Unterlage, dass wir uns das alles ganz genau angucken können und wie ich das Ganze wieder zusammenbaue und ob das dann noch auch so funktioniert, wie das funktionieren soll. So, das mache ich mal eben fertig. Ich nehme jetzt mal eine neue Unterlage hier eben. So, jetzt haben wir alle Teile zusammen. Alle Teile sind sauber. Jetzt können wir uns daran machen, das Ganze wieder zusammenzubauen. Und dazu brauchen wir einmal eine Pinzette, brauchen wir. Und wir brauchen noch den Stiftschuh. So, jetzt fangen wir an und setzen das Ganze wieder zusammen. Als erste nehmen wir das Gehäuse, was wir sauber gemacht haben. So sieht das jetzt aus. Und da kommen jetzt nacheinander die Federn rein. Man kann also vorne anfangen, die Feder reinzusetzen. Ich mache das meistens immer so, dass ich als erste die letzte einsetze. Dann kommt die vorletzte, also die zweite, die Mittelfeder, ist die zweite und hier haben wir die letzte Feder. So, das haben wir eingesetzt. Danach kommt die andere Seite. Da setze ich dann auch als erste die letzte Feder. Dann die vorletzte. Die Mittelfeder. Zweite Feder und dann kommt die erste Feder. So, das haben wir jetzt soweit alles drin. Jetzt bräuchte ich eigentlich einen Schraubstock. Ich will das mal ganz kurz zeigen. Den Schraubstock benötige ich dazu, um den ersten Stift einzusetzen. Das heißt doch eigentlich, um alle Stifte einzusetzen. Ich setze ihn also in das Gehäuse ein, drücke mit der Spitze, mit dieser Spitze hier, gegen den Stift, sodass der nicht hochrutschen mehr kann. Das ist mir jetzt gerade rausgeflogen, also nochmal. Das ist mit diesem hier ein bisschen schwierig, weil ich nicht die richtige Position habe zum Arbeiten. Ich denke mal, das geht schon. So, wenn ich den dagegen gedrückt habe, drücke ich den einmal mit der Pinzette runter und schon habe ich den ersten Stift drin. Dann kommt der zweite Stift, das ist der Hantelstift hier. Dann kommt der nächste Hantelstift.
Also die Position ist jetzt ein bisschen ungewohnt. Normalerweise habe ich das im großen Schraubstock drin und dann kann ich das doch ein bisschen viel besser handeln. Aber ich denke mal, jetzt hier zum Zeigen ist das wohl in Ordnung. Schwierigkeit dabei ist, das da eben reinzusetzen. Also normal geht das ganz einfach, noch ganz schnell. Bloß in dieser Position ist es ein bisschen schwierig. So, das haben wir soweit erledigt. Also wir haben den gestiftet. Danach brauchen wir nur noch den Kern zu nehmen. Dazu nehmen wir den Schlüssel. Stecken ihn rein und kontrollieren nochmal, ob alles hier glatt ist. Hier darf also nichts drüber stehen, sonst hakt er nachher und zu tief darf das auch nicht sein. Und dann können wir das Ganze einmal da reinstecken. Jetzt ist der hier durch, da muss er wieder ein Stück zurück. Und dann nehmen wir die Schließnase. Die Schließnase muss immer oben sein. Und dann können wir das Ganze hier rausziehen. Jetzt setze ich die Kupplung ein. Die fällt, wenn man das von oben macht, einfach so rein. Und dann ist das in Ordnung. Ja, und jetzt muss ich das Ganze nochmal stiften. Ich fange wieder mit dem Vollstift an. Dann kommt der Hantelstift. Noch ein Hantelstift. So, da war eben die Batterie alle von der Kamera. Habe das jetzt hier mal ein bisschen hochgestellt. Jetzt kommt der dritte Hantelstift. Und jetzt kommt der letzte Stift, das ist der Vollstift. So, den haben wir auch eingesetzt. Jetzt kommt hier wieder der Kern oder die Walze. Ich kontrolliere das nochmal wieder, ob alles okay ist. In diesen beiden Bohrungen hier steckt der Aufbohrschutz. So, worauf ich jetzt achten muss, ist, dass die Position, das kann man glaube ich gar nicht sehen jetzt hier richtig, von diesem Schließbad, dass die Kupplung, die da ist, so in der Position steht, dass das also hier gleich hier reinpasst. Da schiebe ich das einmal rein und dann bewege ich das ein bisschen hin und her und dann rutscht das auch schon von ganz alleine rein. So, jetzt könnte ich das einmal drehen und zu gucken, ob das alles funktioniert, aber ich denke mal, das sollte so richtig sein. Und dann setze ich einmal den Ring hier rein. Der steckt da richtig drin. Ja, das heißt, er ist hier gebrochen. Dann müssen wir da gleich einen neuen für nehmen.
So, der ist drin. Wie gesagt, den einen Ring, der hier letztens rausgekommen, den machen wir gleich neu. Zeige das jetzt noch mal eben. Jetzt können wir den Kern hier verdrehen. Und die andere Seite auch. Dabei sollte sich die Schließnase nicht mitbewegen. Ja, und schon ist das Ganze fertig. Hier dreht der Einband frei. Auf dieser Seite ist uns ja der Ring hier kaputt gegangen, also den müssen wir gleich erneuern. Das passiert mir auch mal. Und da funktioniert ja auch einwandfrei. Achtung, jetzt aufpassen, hier festhalten, sonst kommt der Kern raus. Ja, so sieht das aus. So reparieren wir einen Zylinder. Das heißt, wir reinigen ihn, setzen neue Stifte rein. Das ist also gar nicht so schlimm. Das ist nochmal eine kleine Anleitung für jemanden, der das auch mal gerne selber machen möchte. Man braucht nur ein bisschen Werkzeug dazu und natürlich auch, wenn mal so ein Ring kaputt geht, dass man so einen neuen hat. Denn die sind tatsächlich ein bisschen spröde und das kann mal passieren. Ist aber nicht so tragisch. Ein neuer Zylinder, dieser hier, der würde kosten Minimum 80 Euro aufwärts bei einer Nachbestellung. Meistens liegen die immer so bei 150 Euro. Und diese kleinen Stifte zu erneuern, liegen wir bei zwischen 40 und 80 Euro, je nachdem, was das für einer ist. Ein Zylinder, wenn das also ein aufwendiger ist, ein Wendeschlüssel, wird das teurer oder ein längerer, als wenn das so ein kleiner ist. Wenn Sie sowas haben, schicken Sie uns das rüber. Wir machen das gerne fertig. Für alle anderen, die das gerne mal selber machen möchten, denke ich mal, ist das eine gute Anleitung gewesen. Da kann man sich also gut nachrichten, um einen Zylinder wieder instand zu setzen. Wichtig nochmal dabei ist, kleine Ersatzteile da zu haben oder vorher zu besorgen. Denn so könnte ich den Zylinder jetzt nicht einbauen. Da müsste ich jetzt also ein neues Teil reinsetzen. Gut, wenn Sie sowas haben, schicken Sie uns sowas rüber. Wir machen Ihnen das gerne fertig und es ist also um die Hälfte preisgünstiger, gut kann man sagen, als eine Neubestellung. Das Gehäuse ist ja in Ordnung, das haben wir ein bisschen sauber gemacht und ja, sonst ist ja auch nichts verschlissen. Hier die Kerne sind auch alle noch in Ordnung und daher kann man so einen Zylinder durchaus reparieren und wieder instand setzen.